Hier ist jetzt mal der E-Shopper X9. So heißt er zumindest bei Futura. Da gibt es den so, aber nicht mit den Aufklebern natürlich, ist klar, ne? Hier war jetzt die Ansicht, wenn man jetzt so ein Case drauf baut. Ich bin da auch schon mitgefahren. Aber ich muss sagen, es klappert recht doll, ne? Also, und viel aufladen kannst du da auch nicht. Also ich persönlich finde das nicht so schön. Ich fahre lieber ohne. Und ohne, gut, das habe ich jetzt zusammengekauft, muss ich dann wahrscheinlich auch wieder weggeben. Da befindet sich der normale Lastenträger, den es da auch zu kaufen gibt. Also das ist so ein zweiteiliges Set gewesen. Und das ist einmal das Case, ne? Das ist der da. Und dazu dieses Oberteil und das Unterteil, das ist so angeschraubt. Das gab es extra. Ich schraube das gleich mal ab und dann zeige ich euch, wie das Unterteil aussieht, ja? So, jetzt habe ich das kurz abgeschraubt und das Unterteil sieht halt so aus. Ja, das kann man natürlich für sich auch drauf lassen, aber muss man jetzt nicht, ne? So, wir haben hier noch einen zweiten Roller, der ist von AHA oder ATH heißt das, glaube ich, ne? Aus Hannover. Der ist eigentlich dasselbe, ist halt nur 1649 haben wir da bezahlt. Hat halt diese Schalter, die ich jetzt nicht so schön finde, die bei dem Futura für 1900, ein paar zerhackte, sehen halt anders aus. Ne? Nachteil ist, diese Gangschaltung hier, die fängt beim Start immer beim zweiten Gang an. Also du musst da jedes Mal einmal drauf drücken, damit du den dritten Gang hast. Sonst fährt er nur 34, 35. Aber sonst, optisch, tut sich da nicht viel. Aber ist halt ein Preis, wenn einer Preis, anderen Preis haben will. Ach so, noch dazu, der hier von Futura fährt 45 und der von ATH, der fährt 48 oder 49, hat er mein Sohn gesagt. Also genau weiß ich nicht. Also sonst sieht er genauso aus. Wirkt ein bisschen kleiner vielleicht, aber das kann auch täuschen. Ich weiß es nicht. Also schwer zu sagen. Also kann ich jetzt nicht sagen. Aber ansonsten machen die richtig Bock. Ach so, bei Futura gibt es ein Ladegerät mit 4 Ampere. Das macht hier die ganze Zeit noch die Geräusche. Und bei ATH, da waren 5 Ampere dabei. Das heißt, der lädt natürlich ein bisschen schneller. Ja, muss man halt sich am besten vorher informieren und gucken, was machbar ist, ne? Oh, das war's. Also, bis zum nächsten Mal.